Hallo und willkommen bei German Blinken Air Gun Reviews. Heute mit dem Klopper hier, dem HDR 68. Ein wirklich riesiger Revolver im Kaliber 68. Gibt da schon etliche Videos drüber. Ein Review werde ich auch nochmal machen und werde den nochmal so ein bisschen mit dem HDR 50 vergleichen. Das allerdings irgendwie die nächsten 2-3 Wochen erst. Heute nur so ein kleines Blinking-Video. Ein bisschen Schießen auf Zombie-Kopf. Dose, Zielscheibe, was ich so finde, eine kleine Explosion vielleicht. Einfach ein bisschen Spaß haben damit. In diesem Sinne, viel Spaß dabei. Munition werde ich benutzen, die ganz normalen Kaliber 68 Rubberbolts von Umarex. Dann hier diese blauen Teile hier und für den Spaß die Destructor Slugs. Da bin ich schon richtig gespannt drauf, auf die Teile. So, da hinten seht ihr schon den Zombie-Kopf. Der ist aber noch nicht dran. Erstmal hier auf Pistolenzielscheibe. Wir nehmen jetzt erstmal diese altbekannte Home Defense Entfernung von 7 Meter und gucken mal, was da passiert. Ob wir treffen. Ja. Das waren die ersten Schüsse, die ich damit gemacht habe, deswegen lege ich jetzt gleich noch mal einen nach. Okay, Scheibe ist kaputt. So, das war jetzt irgendwie noch nicht so prickelnd. Okay, legen wir gleich noch mal eine Scheibe nach. So, neuer Versuch, neue CO2-Kapsel. Neue Scheibe. Was ist das denn? Das sah jetzt irgendwie so aus, als wenn ich die härter hätte werfen können. So, nochmal 5 Schuss jetzt. Also das bei 7,5 Joule so ein Teil im Kaliber 68 hier nicht was ich für eine Power hat und nicht so schnell ins Ziel knallt wie die Kaliber 50 Teile HDP und HDR 50, das ist mir schon klar, aber das war eben wirklich ein bisschen sehr mau. Ich vermute fast, hier stimmt irgendwas nicht mit dem Teil. Wir gucken noch mal. Und da segelt sie wieder runter. So, das war jetzt erst die zweite Trommel. Ich habe in anderen Videos schon so gesehen, dass so 3 Trommeln kriegt man wohl so raus und dann ist Feierabend. Aber dass hier bei der ersten und zweiten Trommel schon die Teile irgendwie, ja, dass man schon so hoch anhalten muss, dass sie bei 7 Metern nicht vorm Ziel schon auf den Boden fallen, das ist ein bisschen merkwürdig. So, hier sehen wir jetzt nochmal die Scheibe. Das waren jetzt 10 Schuss. Wenn man ein bisschen höher anhält, kommt man da ganz gut in die Scheibe rein. Ich probiere jetzt nochmal die blauen. So Leute, jetzt habe ich die blauen Murmeln mal drin. Sieht so aus hier. Sieht man das? Tut mir leid, dass ich jetzt hier so viel auf Scheibe baller, aber bevor ich jetzt hier irgendwelche anderen Ziele, mein Explosivziel oder meinen Zombie-Kopf verschwende, in Anführungsstrichen, möchte ich doch ganz gerne erstmal gucken, ob das Ding jetzt auch wirklich funktioniert oder nicht. Also jetzt nochmal 7 Meter mit den blauen. Ja, die Dinger waren auch wie geworfen. Leute, ganz ehrlich, ich bin gerade ein bisschen genervt. Ich probiere jetzt mal diese Destructor Slugs. Allerdings auch nur aufs 7 Meter und schieß mal auf meinen Zwillenziel hier, auf die hängenden Dosen da. Und dann schauen wir mal, was ich mache. Ich drehe mal ein bisschen dahin. So. Okay. Waren das jetzt 5? So, eine Trommel mit Destructor Slugs. Versuche ich jetzt nochmal. Ne, hier, seht ihr das? Also Leute, das tut mir leid, aber ich breche das jetzt hier mal ab. Ich zeige euch das aber auch, ich werde das ruhig so veröffentlichen. Das ist ein Fail hier, diesmal leider. Entweder stimmt was mit dem Teil hier nicht. Oder der ist einfach so schwach, dass es absolut keinen Sinn macht, noch nicht mal aus Spaß damit auf irgendwas zu schießen.
Von daher werde ich den zurückschicken, einen neuen kommen lassen, mir einen neuen bestellen und ja, dann werde ich das Ganze hier nochmal wiederholen. Also ich gebe dem HDR68 hier nochmal eine zweite Chance, aber nicht dem hier. Der geht zurück und dann schauen wir mal, ob der nächste es besser macht. Ansonsten wäre ich da ziemlich enttäuscht. Tja, tut mir leid, Leute. Aber den Zombie-Kopf werde ich jetzt so nicht verschwenden, mein Explosivziel auch nicht, weil da würde sowieso nichts passieren. Die Melone werde ich dann jetzt lieber essen und nochmal eine neue besorgen für den zweiten Anlauf. Nächste Woche vielleicht, mal schauen. Bis dahin, bei German Blinken Ärger Reviews. Ciao, Leute.